Wir sind von der Helene-Lange-Schule und sind so eine projektorientierte Schule und machen eben mehrere Fahrten immer projektbezogen. Und aktuell steht eben das Wasserthema bei uns in der Schule an. Und da hat sich natürlich die Insel Jüst angeboten mit dem Museum und vielen Aktivitäten auf der Insel. Also haben wir uns flugs gedacht, morgens um 5 Uhr, wir fahren doch nach Jüst. So, und dann sind wir auch gefahren, hatten uns schon gewundert, warum es nicht über Köln geht und auch ein Busfahrer mehrfach nachgefragt, der aber immer wieder sagte auch, nein, da ist Stau in Köln, wir fahren dann. Und irgendwann waren wir an Hamburg vorbei und in dem Moment haben wir dann eben sehr heftig interveniert und haben dann mal das Navi überprüft und da wurde das falsche Norddeich eingebucht, was leider halt in Schleswig-Holstein lag. Und dann waren es noch 3 Stunden Fahrt bis zum echten Norddeich und jede Fähre war dann weg. Und dann wollten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das hatte dann der Busfahrer, das Reiseunternehmen versucht zu organisieren in Zusammenarbeit hier mit der Fresia. Aber leider ist wegen plötzlichem Küstennebel dann auch kein Flugzeug mehr auf die Insel geflogen, sodass wir dann wirklich letztendlich gestrandet waren im Norden. Ja, gestern Abend wurden wir gegen 20.17 Uhr alarmiert durch die Rettungsdienstleitstelle in Wittmund. Es hieß, hier sind circa 60 Kinder, die eine vernünftige Schlafmöglichkeit suchen. Ja, daraufhin haben wir unsere Feldbetten und Decken zusammengepackt und sind hier angerückt, um diese zu verteilen. Also eine Hilfsbereitschaft, die uns da überrannt hat, sag mal, die habe ich so überhaupt nicht erwartet. Von der Reederei kam der Fahrdienstleiter vorbei, das Rote Kreuz war da, der gymnasiale Schulleiter war hier, der Hausmeister, der und dann, nachdem eigentlich schon längst Ende war, seine Arbeitszeit dann auch nochmal für 60 Leute angefangen hat zu kochen. Die Feldbetten, die da organisiert waren, Hausmeister, die vorbeikamen. Also es war eine riesengroße Welle der Hilfsbereitschaft, die hier wirklich so selbstverständlich mit, ich würde sagen, typisch norddeutscher Gelassenheit uns entgegengebracht wurde. Es war einfach schön. Ja, also wir kamen hier an, die hatten sich schon selbstständig mit Kaltgetränken und sowas alles versorgt. Ja, letztendlich die Zufriedenheit und die Dankbarkeit war super. Wurde uns sehr viel Lob und Dankbarkeit entgegengebracht. Sind wir froh drüber, freut uns. Und ja, ich denke mal, das war jetzt ein Abenteuerurlaub, den die Kinder so schnell nicht vergessen werden.